müssen wir jetzt eigentlich fast sicher davon ausgehen, dass wir bei dem Spiel wieder schlecht aussehen werden. Nein, das glaube ich nicht. Auch wenn natürlich Wolfsburg große Probleme hat im Moment, ist es trotzdem, ich glaube, wir sehen nie in Wolfsburg, sahen wir in der Vergangenheit, glaube ich, nie gut aus. Ganz selten, ja. Und ich erinnere mich, dass wir natürlich außer dieser Last-Minute-Rettung, die es mal gab in Wolfsburg, ja, vor 1000 Jahren noch in der letzten Effenberg-Saison, dass wir mal einen Sieg hatten, wo Jonas Kolka ein Tor geschossen hat. Ach, da habe ich irgendwie so schemenhafte Erinnerungen dran. Ja, ich aber weiß, ich bin froh, dass ich überhaupt noch Jonas Kolka kenne. Aber ansonsten, ansonsten glaube ich, hatten wir da immer, vor allen Dingen auch in Phasen, wo es eigentlich sonst gut lief, ja, haben wir da immer genau irgendwie. Und auch wenn Wolfsburg halt mal, wie es auch in den letzten Saisons so war, nie wirklich einen guten Lauf hatte, ja, hat man es irgendwie nie geschafft, dann auch das in die entsprechenden Punkte umzumünzen. Und ich glaube, eigentlich ist es jetzt genau das Gleiche wie jetzt angesprochen, weil Arnold hat gelb-rot bekommen im letzten Spiel. Eigentlich ist niemand so richtig in Form. Die Ergebnisse sind so durchwachsen. Ich glaube, 14. Tabellenplatz oder sowas. Oder ja, ich wundere mich bei Wolfsburg, ehrlich gesagt, ja, weil die hatten ja dieses seltsame, also der Schmidt ist ja gestartet mit 6 Unentschieden. Ja. Und dann hatten die dieses, und da war ja, glaube ich, das letzte Spiel war dieses etwas seltsame Unentschieden gegen Hertha, wo es ja diese 2 aberkannten Tore gab und die dann trotzdem noch Tore geschossen haben, Hertha aber zurückgeschlagen hat. Und da habe ich eigentlich gedacht, das geht doch langsam aufwärts. Und dann haben sie ja in der vorletzten Woche gewonnen. Und man denkt, okay, jetzt ist Wolfsburg wahrscheinlich wieder besser in Tritt, das hat alles. Und jetzt verlieren sie in Augsburg. Also, das hat mich jetzt auch wieder gewundert, weil Augsburg schien eher so nach dem Motto, die gehen jetzt langsam so in normale Gefilde wieder über. Ja. Gut, die Bundesliga ist im Moment so ausgeglichen, ist so schwer einzuschätzen, wie sie lange nicht mehr war, glaube ich. Das haben wir auch schon häufiger gesagt. Ja. Aber nichtdestotrotz. Also wenn die in Form kommen, wenn wir wieder mal nicht so stehen, wie wir vielleicht stehen könnten, dann kann so ein Gomez, Origi und so weiter, die können ja Tore machen. Ja, die Qualität ist auf jeden Fall da. Also auch Mali war im vorletzten Spiel auch wirklich in Gala-Form und individuell, da muss man, glaube ich, gar nicht lang drüber diskutieren, ist Wolfsburg super aufgestellt, aber irgendwie zumindest offensiv. Offensiv auf jeden Fall, aber seit Jahren funktioniert es nicht mehr so, wie es soll. Aber genau das ist es. Man muss konzentriert und in das Spiel gehen und den Gegner genauso ernst nehmen wie auch die Bayern. Und dann bin ich eigentlich relativ optimistisch. Sagen wir mal so, es ist schwer vorstellbar, dass Wolfsburg jetzt mit einer Mauertaktik im Heimspiel gegen uns spielen wird. Das ist eigentlich nicht das Spiel von Martin Schmidt. Das ist auch nicht das Wolfsburger Spiel. Das ist auch nicht, die Mannschaft ist eigentlich auch nicht dafür ausgelegt, so wirklich den Laden komplett dicht zu machen. Man weiß, das Publikum wird schnell unruhig, ne? Die haben zwar diese tollen Lichteffekte und alles da im Stadion, aber das wollen wir mal hoffen, dass wir davon nicht viel sehen, weil die kommen immer bei den Toren. Ja. Von daher, ich glaube einfach, dass hier wieder vieles daran liegt, wie wir uns präsentieren. Auf jeden Fall, aber was ich jetzt im Nachgang zum Wochenende auch gelesen habe zu Wolfsburg, dass natürlich auch jetzt schon viele Journalisten sich wieder darauf stürzen, nach dem Motto Wolfsburg im Abstiegskampf und die Tendenz geht wieder runter, weil auch so eine ein Platzverweis und sowas ist eigentlich ja dann nie ein gutes Zeichen. Dann gut, hat man wobei das, er natürlich umstritten war. Es war umstritten, aber trotzdem. Über Stieler haben wir eben schon gesprochen. Das stimmt, du hattest ja sogar die Szene eben angesprochen. Aber Mario Gomez hat, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass ihm die Tabelle scheißegal ist. Sowas in der Richtung. Und dass man eigentlich nur von Spiel zu Spiel guckt. Was ja eigentlich die richtige Herangehensweise ist. Aber ja, ich bin mal gespannt, weil der Trend spricht eigentlich eher gegen Wolfsburg. Gut, also hoffen wir mal, dass Borussia nicht diesen Januskopf wieder zeigt, wieder plötzlich unerwartet eigentlich komplett neben der Spur ist, wie wir das eben auch schon erlebt haben dieses Jahr, sondern stattdessen die Auswärtsserie, Vorsicht, die Auswärtsserie fortsetzen kann. Mit dem Personal wird man sehen. Ich denke mal, für Kramer wird es sicherlich kaum reichen. Also die werden wahrscheinlich auch vor allem beobachten. Ja, geht das nicht? Ich glaube, da sollte man auch auf Nummer sicher gehen. Ja, also es ist ja jetzt Dienstag, das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit, aber es hieß definitiv unter Beobachtung gucken, auch bei Janschke. Ich gehe mal davon aus, dass Dieter Hecking eigentlich die gleiche Startelf bringen wird wie gegen Bayern und auch davor, also dass Hermann wahrscheinlich drin bleiben wird. Ja. Ich bin gespannt. Also es ist halt immer schwer zu sagen. Wolfsburg ist so ein Spiel, also wenn man mich da fragt, das hat in der Vergangenheit einfach nie was gebracht, da zu tippen.